Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Trains in World 3D, denn ich spiele das mit Teil 2 in dem Szenario. Aber bitte mit Hude. Wir haben ja im vorigen Video erfolgreich von Hude nach Oldenburg umgesetzt, beziehungsweise sind wir gefahren, haben die Lok erfolgreich von einem Ende des Zuges an das andere gesetzt und sind jetzt abfahrbereit nach Bremen Hauptbahnhof. Und ich würde sagen, wir starten. Türen haben wir soweit geschlossen, haben alles soweit aufgerüstet. Dann würde ich sagen, sobald die Schrift da unten weg ist, und dann stellen wir unser Führerbremsventil auf fahrend. Und können dann losfahren. Erste Station, Wüsting. Wo wir eigentlich um 5.08 Uhr sein sollen. Sind ein bisschen über der Zeit, aber... Was soll's, würde ich sagen. Wir können uns befreien. Wir bleiben fürs Essen natürlich mal bei 40. Da müssen wir wieder Befehl 40 drücken. Drücke ich einfach alle drei. Vorhin hat er mich raus, hat er mir eine Zwangsekasse gegeben, obwohl ich... So, jetzt hat es funktioniert. Ich glaube, man muss wirklich alle drei drücken, damit da nichts passiert. Wir brauchen gleich schon 60. Jetzt der Fall. Tiefer. Aber eins fehlt noch, ganz existenziell, und zwar so sieht es doch schon ganz anders aus. Machen wir schnell ein Foto. So. Haben wir das. Ein bisschen zu schnell. Jetzt dürfen wir. Jetzt haben wir alles erledigt. Perfekt. Das hatte ich gerade im Bahnhof doch in der Eile glatt vergessen. Die Instrumenten bzw. Spitzensignale einzuschalten. Man möge es mir verzeihen. So, 6,4 Kilometer bis Wüsting. Wir eigentlich um 5.08 Uhr sein sollen. Es wird ein bisschen später heute. Das Umsetzen hat leider etwas gedauert. Zellerwied jetzt, das ist der Bahnalltag. Mal ganz kurz auf den Plan schauen. So, das haben wir alles erledigt. Fahren jetzt Wüsting, Hude, Buchholzberg, Schierbrock, Heuenkamp, Delmenhorst, Heidkrug, Bremen und Bremen-Neustadt und Bremen Hauptbahnhof. Um 5.40 Uhr sollen wir da sein. Wie gesagt, das wird heute etwas alles ein bisschen später.
wahr? Aber ich denke, dass ich daraus noch einen dritten Teil machen werde, weil das bis Bremen einfach noch zu lange dauert. Das wird ja von der Videolänge einfach zu viel. Schauen wir mal, wie weit ich jetzt fahre und den Rest mache ich dann, wie gesagt, in einem dritten Video. Weil ich glaube, ihr habt auch keine Lust, in dem Video zu gucken, was irgendwie über 40, 50 Minuten geht. Von daher, der Kürze liegt die Würze, heißt es doch so schön. Und der 40 wollen wir mal nicht überschreiten, können wir sowieso jetzt gleich abschalten. Weil wir gleich schon in Wüsting einfahren. Ich werde schon abschalten. Und dann jetzt auch schon langsam anfangen zu bremsen. Ich habe doch Sifa gedrückt. Manchmal reagiert er aber auch nicht. Mit Taster. Es ist so sonnig, man sieht den Punkt überhaupt nicht. Also ich sehe den bis jetzt nicht. Ich sehe nur da, wo die Hand da drauf zeigt, aber den Punkt an sich sehe ich nicht. Das ist Wahnsinn. Aber ich denke, das haben wir ganz gut getroffen. Ja. Öffne die Türen. Schauen wir uns hier mal um. Im Bahnhof von Wüsting haben wir alle Türen geöffnet. Es sieht glatt danach aus. Perfekt. Sehr, sehr schön. Haben wir denn hinten auch wenigstens die Schlussleuchten an? Das ist ja dieser Tage auch nicht immer so. Die haben wir an. Perfekt. Was steht denn hier drauf? Circa 4 Minuten verspätet. Ja, das sind doch wohl locker ein bisschen mehr. 6 Minuten. Ude Buchholzberg, Schierbrock und so weiter. Schließen die Türen. Lösen die Bremsen. Und dann schalten wir schon auf. Auf geht's. Nächste Station, Hude Bahnsteig 3. Da am Ende des Szenarios Gold bekommen. Ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten, weil wir sind doch schon deutlich, deutlich zu spät, muss man schon sagen. Also, holla die Waldfee. Kommen hier, damit es nicht noch mehr wird an Verspätung.
Gut, da haben wir dann auch gleich schon erreicht. Eine Frage an euch. Fahrt ihr mehr als die 140, die dieser Zug ja eigentlich nur fahren darf? Oder fahrt ihr auch brav 140? Schreibt es gerne in die Kommentare. Also man ist ja schon geneigt, schneller zu fahren, ne? Weil er es ja auch kann. Also ich bleibe in der Regel, wenn es irgendwie möglich ist, doch bei den 140, weil es da oben ja wirklich auch steht. Und von daher, man will ja schon realistisch bleiben, ne? Wie seid ihr da drauf? Fährt ihr schneller? Fahrt ihr das, was angegeben ist, die 160, oder bleibt ihr auch brav bei 140? Also das würde mich schon mal interessieren, wie ihr das handhabt. Zu langsam werden. Tiefer. Ich denke, so bei 113 können wir schon bleiben. Das ist eine gute Geschwindigkeit. Da wir jetzt sowieso gleich wieder abbremsen müssen, wenn wir den Huder einfahren. Ich wollte schon einlaufen sagen, aber das ist beim Schiff. Das ist ja nur beim Schiff. Schalten ab. Schon anfangen zu bremsen. Nicht zu viel. Sie verdrücken. Noch mal ein paar Meter zu gehen hier oder zu fahren. Da wollen wir nicht zu langsam werden. Da ist der Zielpunkt oder der Anhaltepunkt. Noch mal ein bisschen Bremskraft weg hier. Ich denke, so mit Mitte 60 können wir hier schon einfahren in den Bahnhof. Dann so an dem Ticker an dem Bahnsteig können wir dann voll in die Bremsen gehen. Wird da nicht über den Punkt drüber sausen. Es ist wirklich ein Timing, es ist wirklich Fingerspitzengefühl, wie beim Bremsen, so beim Aufschalten. Dass man da nicht zu weit über den Punkt saust und beim Anfahren nicht zu viel auf den Punkt drückt, zu viel aufschaltet, weil das mag die 110 auch nicht. Also da ist man schon wirklich. Mit Fingerspitzengefühl muss man hier dran gehen, das Ganze. Aber das ist alles Übungssache. Irgendwann hat man das alles drin und dann ist das nur noch eine Routine. So, hier ist Hude. Ist jetzt nichts Großartiges, nichts Besonderes, wie ihr seht. Ist einfach ein Ort, an dem man anhalten muss. So. Türen verriegeln. Zack. Bremse lösen. Warten, bis die sich gelöst hat. Ich denke, bei 0, können wir dann auch losfahren. Nächste Station, Bokholzberg. Habe ich Lüfter gar nicht an. Das ist ja wohl eine Höchststrafe. So, ich wollte schon sagen, irgendwas fehlt doch da. Super. War so leise. Ist klar, ohne Lüfter.
geht ja gar nicht. Lüfter ist ja immens wichtig. Da hat die 111 ja auch. Hier muss man ja auch den Lüfter manuell einschalten. So, 3,8 Kilometer. Buckholzberg ist jetzt nicht so weit entfernt. Gucken wir auf den Timer. Viertelstunde. Haben wir jetzt in diesem Video oder für dieses Video schon verbraucht. Schauen wir mal, wie weit wir fahren. Wie weit die Entfernungen noch sind so bis Bremen. Dementsprechend werde ich dann entscheiden, ob ich ein drittes Video mache oder ob ich das doch alles in dem zweiten Video hier verpacke. Schauen wir mal. So, ich denke, Fahrstufe 22 ist so ganz ideal, um nicht zu weit aufzuschalten und schön bei den 140 zu bleiben. Wenn man dann da so in der Nähe ist, kann man auch etwas abschalten auf 20, 19. Ja, ich denke, das passt ganz gut. Ich werde jetzt auch gleich schon wieder runtergehen. Das mal. Sind wir drin. Und dann können wir schon wieder bremsen. Nächste Station, Buckholzberg. Schnell, ich habe ja gesagt, so mit Mitte 60 an den Bahnsteig ran. Dann die Bremse erstmal weg. Und dann hier an dem Bahnsteig wieder bremsen. Und mal haut das meistens in der Regel so hin. So, passt doch, wunderbar. Ja, wieder. Diesmal sind wir nur 4 Minuten zu spät. Also wir nähern uns wieder der Pünktlichkeit. Am Anfang waren es ja wie gesagt 6 Minuten. Jetzt sind wir schon bei 4 Minuten. Also ich fahre übrigens. Ach, seht ihr das? Hier habe ich auch noch die Spitzenlichter an. Habe ich gar nicht ausgemacht. Egal. Ist jetzt auch egal. Man muss ja nicht immer hundertprozentig real sein. So, wir schließen die Türen. Lösen die Bremse. Nächste Station, Schierbock. Das geht auch noch, ist auch noch nicht so weit weg. Schalten auf. Dann geht's weiter. Wunderbar. Also wenn die Entfernung jetzt so bleiben in dem Verhältnis, so ab mit 3 Kilometern, dann könnte ich das sogar in diesem Video komplett verpacken, das Bremen. Sind jetzt 20 Minuten. Also mehr als 30 Minuten wollte ich dann doch nicht pro Video haben. So, wir haben jetzt noch vor uns Schierbrock, Heudenkamp, Delmhorst, Heidkrug. Also noch 1, 2, 3, 4, 5 Runden Schierbrock. Also das ist schon noch eine Menge. Dementsprechend werde ich das wahrscheinlich dann doch in 3 Videos verpacken.
weil es sonst einfach von der Videolänge her zu viel wird, zu lange wird. Und es bringt nichts, euch ein 40-50-minütiges Video da anzubieten, wo ihr nur die Hälfte von guckt, weil es euch da einfach zu lange ist. Das bringt nichts. Von daher mache ich daraus drei Videos, drei kurze Videos und alles gut. Ey, jetzt wird's aber holla die Waldfee. Jetzt habe ich gepennt. Jetzt habe ich gepennt. Zum Glück bremst der gut. Zum Glück bremst der gut. Also, da kann man ja nichts sagen, oder? Trotz dessen habe ich noch gut angehalten, muss ich echt sagen. So, ich würde sagen, ich mache den hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann im dritten Video wieder, beziehungsweise ihr hört mich im dritten Video wieder auf der Restfahrt bis in Bremen Hauptbahnhof. Macht's gut, haut rein. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.